Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. Chessy ist auch heute dabei. Hi Leute. Okay, dich haben wir jetzt gerade gar nicht gehört. Ich sag hi Leute. Ja, schon besser. ja, wir haben jetzt gerade überlegt, ist ein bisschen blöd, weil die Leute jetzt hier wahrscheinlich auch drauf springen können. Aber wir haben ja hier in die Tür. Ja. Und da sollte es gehen. Wir haben jetzt versucht, hier Feuer hinzutun, aber das bringt zwar immer was trinken will. Oder führen wir hier mal rein weg und das, also zum Trocknen vom Fleisch, ist schon mal ganz gut. Wir werden jetzt in der Folge hier das Haus ein bisschen weiterbauen. Es schaut zwar nicht so schön aus, aber für den Anfang taugt es. Aber ich denke, dafür brauchen wir wieder Holzstämme, oder? Ja, genau. Okay. Und wenn es irgendwann wirklich zu schlecht ausschaut, unser Haus reißen wir einfach mal wieder ab. Chess, wir müssen uns erstmal Fleisch holen. Ah ja, stimmt. Wir haben auch Hunger. Ja, du erwischt es wenigstens, ich nicht. Aber es ist festgebackt, oder? Ja. Jawohl. Super. Es hilft nichts, wir können es jetzt am Anfang noch nicht anders machen. Jesse, wir müssen mal das Fenster zumachen, kurz. Okay, mach ich das Fenster Jesse. Zu. Jesse, mach ganz kurz das Fenster zu. Wir haben jetzt mal das Fleisch mitgenommen, das hängen wir mal ich ganz schnell bei uns. Ich hab Haus den Kopf. Habe ich das Fleisch überhaupt bekommen oder hast du das bekommen, Jesse? Warte. Ich glaube, das Fleisch hast du. Okay, dann sag mir, was ich machen soll. Komm mal her und dann schau mal, was wird da bitte gezeigt. Bitte. Genau, drück mal drauf. Ja, gut. Genau, tu mal ruhig alles hin. Oh, andersrum. Ne, habe ich nicht anscheinend. Ich habe den Kopf hier. Oh, warte mal. Oh, geht nicht. Warte mal. Wir bauen uns mal ganz schnell noch eine Bank hin. Oh. Was war da das los? Wieso musst du mich mit dem Kopf schlagen? Dafür bräuchtest du aber auch eigentlich eine Gescheide drauf. So Leute, wir bauen mal die Bank dahin. Und dann holen wir jetzt erstmal Holz. Es war aber gar nicht geplant. Wir haben nur gedacht, was kannst du damit machen? Nix. Ich esse mal schnell einen Riegel einfach, bis unser Zeug fertig wird. Du kannst das nächste Reh auch schnell holen, wenn du magst. Ja, wenn es herkommen würde, dann schon. Hallo? Du kannst ein bisschen Hunting zeigen. Hey, bleibst du hier? Das Holzfällen ist sehr laut. Jawohl. Gut. Jetzt das Gute ist, dass wir mit den Bäumen ausgestellt haben, dass sie halt nicht unsere Bauwerke zusammenhauen. Und normal zerstören die Bauwerke. Ich bin froh, dass die Viecher festbacken, hey. Ja, weil anders wäre es Jagen auch ein bisschen schwer. Ich glaube, dass. Ne, der Kopf ist mir doch nicht ins Wasser gefallen. Und mit dem Holz draufhauen auf meinen Schädel. Du kannst. Halt ihn mal in deiner Hand. Lass ihn noch in deiner Hand. Bei dem Schädel? Okay. Ja. Hab ich. Was? Ich tu mal das Fleisch hinhängen. Ich baue kurz die Wand fertig. Komm mal gleich. Schau, ob das Fleisch fertig ist. Das eine. Das müsste dann so dunkel sein, aber es ist bestimmt noch hell, oder? Ist noch relativ hell. Ein bisschen dunkler ist es schon. Gut, dann dauert dann noch ein bisschen. So. Trinken schaut noch gut aus. Wie schaut's bei dir aus? Thirsty. Aber ich müsste eigentlich im Inventar. Ja, klar. So dann. Du hättest auch deinen Topf nehmen können und einfach das Wasser abkochen. Das wäre fürs nächste Mal gut, weil die Dosen würde ich halt erstmal aufheben. Weißt du? Jesse? Ja. Hast du gehört? Ja. Komm mal her. Warte. Und da warte ich mal schon. Wieso haben wir jetzt zwei Rehköpfe? Weil wir zwei Rehe zusammengehauen haben. Dong. Okay. Kannst du mal vor die Haustür schauen? Schaut echt cool aus. Yeah! Schaut euch das an, Leute. Das ist eine coole Deko, oder? Nicht auf derselben Höhe, aber es ist in Ordnung. Aber es ist schön. Ah, wieso habe ich den Topf eigentlich immer noch in der Hand? Warte mal, ich muss nochmal hinhängen, weil ich habe gesehen gehabt, wenn ich fahre, ich habe noch. Jetzt passt. Jetzt ist alles da. Wir können mal schauen, aber ich glaube, das ist noch nicht fertig. Glaube ich auch nicht. Aber ich bin fast leer, das ist nicht gut. Ja, ist ein Riegel. Ich habe keinen mehr anscheinend. Nee. Okay, ich dachte, wir kriegen Federn, aber kriegen wir nicht gut. Nee, ich habe keine Regel mehr, Scheiß. Mist.
Ich kann dir einen abgeben. Wäre nett. Warte. So. Ja. Danke. Alles gut. Ja. Tu mal deinen Topf aus der Hand. Wie geht es? Geht. Oh. Ja. Okay. Ich heb jetzt mal ein Fleisch auf und brat mir das schnell draußen. Du hast ja schon was gegessen, dann gehen wir schnell zum Ding. Zum Strand. Weil ein bisschen was hält. Ich hab ein Viertel im Magen voll. Passt, ja. Ich koch schnell was und dann, wie gesagt, holen wir uns mal was von der Schildkröte. Da können wir nämlich so einen Wasserfänger bauen. Also, au. Toll. Oh mein. War ein bisschen nah am Feuer. Du brennst so. Immer noch. Echt, brenne ich bei dir noch? Jetzt nicht mehr. Boah, wie lange dauert denn das? Jetzt. Gut, kommst du mit? Ja. Oh, oh. Oh. Ich hab nix im Inventar. Kurz weg, wieso hab ich nix in der Hand? Ja, geh auf die 1. Klick auf die 1. 1. Hab ich. Ich hab schon. Aha. Da ist noch irgendwo einer, glaube ich. Oder nicht? Oh, kommt denn der auf einmal hier? Oh nein! Oh Mist! Ja, mir ist es selber passiert. Haben wir wieder gut gemacht. Das ist gleich gemacht im gleichen Moment. Das ist echt blöd mit dem Wasser. So. Toll. Ja, jetzt muss ich mal wieder meine paar Pillen nehmen. Hilft nichts. Ich habe auch Pillen, was bringen die? Ich hab den gar nicht kommen sehen. Ja, nicht so viele, gell? Nur eine. Nur wenn du getroffen worden bist. Weil es gibt dir wieder Leben. Ach so, okay. Die darfst du nicht verschwenden, das ist sehr wertvoll. Okay, verstehe. Okay. So, Leute. Eigentlich wollten wir zum Meer, aber jetzt müssen wir noch kurz abwarten. Wie viele Köpfe haben wir denn eigentlich? 13. Da kann man was richtig Schönes bauen mit den Köpfen. Das bauen wir auch gleich mal. Jesse, bist du auch voller Blut oder nicht? Nee. Okay, ich schon. Ich muss kurz ins Wasser gehen, aber dann kommen wir endlich mal los. Leute, es gibt was richtig Schönes, was man mit Schädel machen kann. Jesse zeigt es auch gleich. Das hier. Also Jesse, Hä? Was hast du gemacht? Toll, ich hab's jetzt dahin gebaut. Ich will aber nicht. Hä, was will ich wieder? So. Schaut in unsere Richtung. So. So. Dann kommt der andere dahin. Siehst du das? Na. Ja, ich sehe schon. Ich frag mich nur, wieso ich das Feuerzeug anhabe. Die Lampen hier, die sind ganz schön mit dem Schädel, weil die sind danach, bringen die auch was, dann sieht man auch wirklich was. Aber komm mit, wir gehen jetzt endlich mal zum Strand. Kannst du mir bitte kurz nochmal sagen, wie ich das Feuer wieder ausmache? L. Danke, weil es habe ich aus Versehen gedrückt. Bin schon da. So. Genau. Aber ich habe halt ein bisschen Leben verloren, ein bisschen. Ich habe den gar nicht kommen sehen, den Typen hier. Können wir auch mal ein paar Bären irgendwo. Nee, hier, ne? Also Leute, wir gehen mal Richtung Meer. Weil wir. Oh, hier ist ein Koffer. Boah, das war knapp jetzt. Da ist noch einer. Die Koffer sind ganz wichtig, weil dann gibt es teilweise Stoff und sowas, Klebeband, alles, was wir brauchen. Okay, komm her. Jetzt. So. Da ist noch einer. Warte, ja. Wir müssen jetzt gleich bei mir sein, Leute. Da, da, da. Das können wir auch noch gleich weghauen hier. Wir versuchen mal vorsichtig runterzukommen. Geht schon, geht schon. Wir gehen jetzt. Ups. Toll, Jesse. Was hier? Kleine Steine gibt es hier. Ja, okay. Ich gehe mal ganz kurz baden. Okay. So. Wir gehen jetzt mal hier entlang und suchen Schildkröten. Ne? Brauchen wir unbedingt für den Regenfänger. Das ist immer echt nervt. Der braucht ewig lang, bis der wieder rennen kann, gell? Bei mir geht's.
Bist du noch bei mir? Ich bin hinter dir. Okay. Ich weiß gar nicht, für was wir die kleinen Steine überhaupt brauchen, aber wir nehmen es einfach mal mit. Achso, wir sind bei den Containern. Okay. Weil wenn wir jetzt noch weiter hinterkommen, dann kommen wir auch Richtung den Segelboot. Hier in der Nähe ist auch eine Höhle. Und es gibt auch eben mehr Unterwasserhöhlen, wo man halt auch rein muss. Oder die kommen wir später dazu. Schau mal, links oben sind drei Kannibalen. Wow. Du bist übrigens immer noch voller Blut, oder wieder? Ich bin eigentlich von mir sauber. Das ist wieder so ein Spielbug. Ja. Geh mal ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Vielleicht sehen sie uns nicht. Weil mit drei Leuten mag ich mich jetzt nicht anlegen. Die musst du ja aufhauen. Da sind Platinen drin. Okay. Zum Bombenbau. So. Achso, das ist nur ein Fetzen. Komm mal hier rein. Wenn nicht, dass die uns sehen. Oh, das sind Schildkröten. Ja, die müssten direkt neben uns sein. Wow, wow, wow. Geh halt kaputt, Schildkröten. Ich beobachte den mal, während du da haust. Ja. Oder die eher gesagt. Sag mir, wenn er auf uns zukommt. Achtung, die da vorne, dir. Geh mal schnell jetzt mit. So. Ja, ich würde auch gerne, aber ich kann nicht. Geh weg. Nein, 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 nein. Jesse, komm her. Genau, wie mit dem anderen. Mit Rechtsklick kannst du auch blocken, gell? So. Hast du deinen? Ja. Gut, dann Hetzer. An, ja? Wow. Hauptsache wir killen die und schon kommt Regen. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Muss ich die Schildkröten kaputt hauen? Genau, ja. Okay. Und der dritte häufen, ist ja wohl abgehauen. Hast du die schon gehäutet, die eine? Ja. Gut. Ich hau mal auf den Karton, jawohl. Können wir jetzt mehr rein? Ah. Ja. Oh. Die Musik hier drin. Hast du ein Foto gefunden? Ja, ich habe irgendwas gefunden, ja genau. Wieder so eine Liste. Irgendwelche Lieferpapiere sind da. Ach, kommt die Musik immer, wenn man was findet, oder? Ja, genau. Ah, cool. Der dritte hat sich verzogen, der dritte Kannibale. Ich wollte nicht verbrannt werden. Gut, wir gehen mal weiter. Wir schauen mal hier oben rein. Okay. Weil die haben wir jetzt ziemlich gut niedergemetzelt. Na. Oh. So. Na. Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon mitnehmen können. Ja, da ich kann nichts mehr mitnehmen. Macht nichts. Da ist eine. Das ist, glaube ich, die eine, was. Wow, oh, der Regen ist so laut bei mir, obwohl ich das schon leiser gemacht habe. Aber noch leiser ist blöd. Boah, bei mir ist auch voll laut, wenn die mich angreifen. Ich höre. Oh. Ah, okay. Ich glaube, ich habe ganz hinten im Wald gesehen. Dort, falls du die gesehen hast. Was? Ja, genau, da hinten rennt nochmal einer. Warte, wir sind zu zweit. Wir hauen ihn einfach auf die Mütze. Gut, dass es nur ein paar Stücke braucht. Der ist ganz weit weg gewesen. Hallo? Geh halt an. Ich weiß, ich sehe sie auch nicht mehr. Ja, das Schöne ist, dass wir immer schön Wärme hier haben. So. Und wieder der laute Regen. Ja, bei mir ist er auch relativ laut. Wie das ausschaut. Hm. Komm her, was willst du? Hm? Was willst du, hä? Hä? Aufhören? Hm. Boah, die braucht ganz schön lang, der brennt. Ja. Sie brennt. Es. Hallo, gut. Da können wir uns einen schönen Zaun damit machen oder Knochenrüstung. Ja.
klar. Oh, gut. Zwei. Kannst du gleich mitnehmen. Hab ich. Gut, also Schildkröten haben wir eigentlich mal das, was wir wollten. Aber wenn wir eh schon unterwegs sind, dann holen wir doch mal das erste Foto, würde ich sagen. Ja, klar. Das müsste eh gleich bei uns sein. Da gibt es nämlich hier das Boot. Wäre aha, ja schon mal ein Erfolg für die zweite Folge. Ja, schätze ich schon mal, da vorne ist eine kleine Insel. Da gibt es auch so eine Spezialbuchseite auf der Insel, dass man grafen kann. Aber das ist so Spezialsachen, machen wir alles eher später mal. Jetzt hat er wieder keine Luft nicht. Ja, keine. So. Oh, Reh. Halt. Warte, vielleicht packt es fest. Ich kann nicht rennen. Ja, lass lieber das Reh. Ich hab schon. Ach, warte. Weil zu viel Fleisch dürfen wir auch nicht machen. Das Problem ist, wenn wir zu viel Fleisch haben, es geht ja alles nach der Zeit kaputt. Ja, das ist eh weggelaufen. Aber ich kann leider gerade nicht rennen. Alles gut. Es wäre halt so schön festgebackt zweimal, aber gerade da habe ich keine Luft mehr gehabt. Ich bin eh nicht weit weg, also. Du musst das ja eh bald zu mir kommen. Na. Ja, bald. Oh. Diese Maus einfach, gell, wie schnell die ist. Ja. Ich habe es auch schon mal probiert zu jagen, aber. Ah, hier haben wir noch einen Topf. So. Was haben wir denn hier? Nicht. Cool. Aber wir können hier Speicher noch haben. Hier hat Marshmallows gemacht. Jess, ich habe mal eine Marshmallows. Magst du welche? Oh. Siehst du? Oh. Ah ja, ja da. Wie kann man die aufnehmen? Gar nicht. Gar nicht, leider. No. Da oben ist der Opferbaum. Aber ich habe noch einen Topf gefunden. Aber geht nichts mehr. Hab ich da richtig? Oh ja, ich habe richtig. Jesse, hier sind Bären, da kannst du essen. Brauchst du einen Topf? Weil ich kann den nicht aufnehmen. Ich hab schon. Achso. Hier, du kannst eh nur einen Topf mitnehmen. Schau mal, hier sind Bären. Lieber die auch hier. Und da sind auch mal welche. Okay, da kann man es wieder voll essen. Ja, fast voll essen, würde ich sagen. Hier sind voll viele. Leider haben wir keinen Sack zum Mitnehmen. Oh, schauen wir, hier ist. Na, ja. Kumpel. Wieder einer, aber der rennt eh weg. Gehen wir auch, wir müssen das nicht provozieren. Kommst du, Jesse? Ja. Ja. Komm einfach her. Nee, der Nervensäge. Hau ab jetzt. Blöder. Nervi. Der Arme. Genau. Hier, da ist gleich mal reingegangen wieder. Toll. Jetzt hat meiner aufgehoben. Hab wieder gute Arbeitsteilung gemacht. Hallo? Hallo? Jetzt. Manchmal backt es echt ein bisschen. Ein bisschen, ja. So, hier müssen wir nochmal ganz kurz warten. Riecht da nichts? Burning Ring of Fire. Oh, ein Vogel. Burn. Ist das schon verbrannt oder? Nein, nicht. Jetzt, ja. Okay. Ah, wir haben jetzt gleich wieder eine weitere Folge geschafft, zeitlich. Ja, wir gehen noch zum Boot, würde ich sagen. Ja, klar. Oh, hier sind ganz viele Koffer. Ich sehe es. Nehmen wir einmal mit. Da kriegst du ab und zu auch wieder so Dinger. Ab und zu kriegst du da wieder so Tabletten, ne? Gut.
Hä, was ist das? Ein Ball? Ja, den Tennisball kannst du wegwerfen. Ich hab voll nach oben gefeuert. Oh. Lol. Da liegen auch leider Geldscheine, ne? Ah, okay. Ja, hat wieder jemand sein Geld verloren. Halt die Hauptsache die Viecher. Das sind echt viele zum Öffnen, gell? Ja, bestimmt. So, hier ist noch ein Laptop. Gut, dann gehen wir aufs Boot und speichern, oder? Ja. Siehst du das Boot? Wir müssen halt nur schauen, dass keine Haie unterwegs sind. Ich habe gerade keine Energie. Also einfach durchschwimmen, wenn du Glück hast, stirbst du nicht, wenn du Pech hast, stirbst du, weil da Haie im Wasser sind. Aber das merkst du schon, wenn die bei dir klappern. Ich glaube nicht, dass du sofort tot bist, dass du zwei Leben hast bei den Haien. Aber das merkst du dann schon, würde ich sagen. Ich bin gleich da. So Leute, hier mal das erste Prospekt. Ein Jagdschein, ein Jagdschein. Lass mich davor. Dann holen wir mal da vorne hier noch die restlichen Seile. Hier sind ein paar Seile vorne, gell? Okay, warte. Ja, geh du mal vor. Oh, jetzt ist mir kalt, ich muss rein. Ja, merk's, mir auch. Hier kannst du einfach mal alles aufnehmen. Hier sind auch Luftkanister, also hier ist so viel Zeug drin. Oh, die Musik ist komisch. So viele Fotos. Ja, ich höre es. Warte mal, ich versuche mal was. Gut, das kann man hier nicht. Ah, hier speichern, okay. Speichern. Passt. Ich kann hier nirgends ein Lagerfeuer reinbauen. Das ist blöd. Ja. Weil es ist echt kalt. So. Können wir eine Fackel machen? So gibt's viele Riegel, wow. Teile. Brennende Waffe. Aha. Da muss doch irgendwie eine Fackel geben, oder? Ja, genau. Warte mal. Komm, nimm das hier. Jetzt habe ich wieder den Bug, dass der Bauplan nicht weggeht. Du warst gerade auf dem Funkgerät. Schon wieder. Ja, bei mir buggt es teilweise mit dem Bauplan. Also komm mal her. Vielleicht wärmt uns das. Aber nicht zu nah hingehen. Ja, es funktioniert, glaube ich. Oh, ist ja. Gut. So. Ja, perfekt. Jetzt sind wir im Boot, einfach eine Fackel an. So Leute, also hier haben wir, glaube ich, alles aufgehoben, oder Jesse? Ja. Ich habe schon gespeichert. Gut. Dann würde ich auch mal sagen, wir speichern hier. Bist du schon komplett warm oder noch nicht? Ja, ich bin schon warm. Gut. Dann speichern wir mal hier, Leute. Nochmal. Ciao, gut. So. Und schlafen können wir noch nicht. Dann würde ich sagen, dann war's für die Folge, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ihr könnt auch gerne wie immer bei der Chessie vorbeischauen. Man oder sieht beim Namen Tobi, hier. Bei Crazy Peasy. Genau, und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sehen bis wir zum uns nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja.